Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Space Engineers. Und in der letzten Folge waren wir dabei, hier das Fördersystem einmal ein bisschen umzubauen. Und das würde ich jetzt auch gerne noch weitermachen. Ich schmeiß mal ein paar Startplatten hier kurz rein. Kommen wir darauf dran? Ein Schweißgerüst, ja, durch diese Luke, okay. Ich verstehe auch nicht, warum das Fördersystem hier nicht funktioniert, aber naja. So, passt ein Glück noch alles rein. Und dann geht's mal ab ins Lager. Ja, stimmt, von hier kommen wir doch gar nicht hin. Gibt ja nur einen anständigen Eingang. Was ja allerdings auch ganz gut ist, falls hier mal welche angreifen werden. Okay, den Gravitationsgenerator, den ich da eben noch gesehen habe, will ich hier auch nochmal umbauen. Die Motoren, Starrohre, Herstellungskomponenten, interne Panzerung. Die Herstellungskomponenten, interne Panzerung, Größe. Ja. Davon brauchen wir nicht ganz so viele, 250 sollten da reichen. Hiervon. Weiß ich nicht. Panzerglas? Haben wir noch sowas? Anzeigen haben wir. Okay, ich weiß jetzt, was unsere Fertigungsroboter oder Montageanlagen produzieren können. Panzerglas. Ach ja, Silizium haben wir ja noch genug. Okay, was braucht ihr noch? Motoren, okay. So, Inventar ist natürlich voll. Das heißt, ich kann auch kein Panzerglas mitnehmen. Ich hätte noch mal eben Energie tanken können, aber egal. Zur Not steigen wir noch mal kurz in unseren Schweißroboter. Ja, den hier wollte ich einbauen. Wieso geht das nicht? Ah, ich bin ja auch lustig. Stahlplatten habe ich vergessen. Aber wir haben ja hier so ein schönes Lager. Jetzt super 2. Gehe ich einfach mal 50 rein. Platz reicht natürlich nicht super. Oh Mensch. Von innen. Oder kommt man hier auch von der Seite denn ran? Nee. Ich einfach mal 100 rein und hole mir 68 Stahlplatten raus. Okay. Nummer 5, nicht Nummer 6. Dann muss ich ihn hier eigentlich mal fertig schmeißen. Und wieder brechen wir noch Stahlrohre und Computer. Stahlplatten haben wir hier, ja. Nach Energie reicht noch. Okay. Ja, gut. Hier mal eben die Beule reparieren. Und dann geht's ab zum Eingang.
kann das Tor hier gleich mal öffnen, dann müssen wir nicht mal so weit fliegen. So. Das hier kann dann mal zu. Und das hier kann mal auf. Wir setzen uns mal hin nach dieser anstrengenden Arbeit von 5 Minuten. Das stimmt sogar, wir nehmen gerade mal 5 Minuten auf. Oh, okay. Kommen wir von hier aus da ran? Nö. Natürlich nicht. Okay. Was ist das hier denn alles verbeult? Ungewöhnlich. Okay, hier müssen echt auch noch Verkleidungen rein. Mensch, Mensch, Mensch. Assembler, wie weit bist du? Okay. Nehme ich einfach mal mit. Wollte ich noch irgendwas hier? Genau, Computer wollte ich noch holen. Computer. Nehme ich einfach mal 10 Stück mit. Mehr wollte ich glaube ich nicht, oder? Die brauche ich ja gar nicht. So. Okay. Was kostet eigentlich so eine Verkleidung an Rohstoffen? Wenn ich sie dann wiederfinden würde. So ein Ding. Den Baumplan hinsetzen. Die Herstellungskomponente haben wir doch dabei hier. Ja, ach so, wir müssen erst hier außen. Okay. Ja, das hier baue ich ja eh gleich um. Dann bräuchten wir das hier außen ja gar nicht mehr. Ja, hier muss ich den doch noch mal eben kurz ran. Lalalala. Dass wir hier wirklich mal die Rohre von außen wegbekommen. Okay, ich habe 0 Inventarplatz. Wo sind jetzt die Rohre hier? Dann werde ich. Ah ja, super. Startplatten brauche ich natürlich und die liegen hier irgendwo rum. Okay, reicht aber hier für diese eine gebogene Förderleitung. Das ist ja schon mal sehr schön. Für die hier reicht es nicht mehr. Oh Mann. Ja, jetzt haben wir alle mitbekommen. Wie mache ich das hier? Ist von der Seite auch noch so ein Control-Panel? Nee. Aber bestimmt von unten. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier kann ich die Leitungen momentan auch noch nicht wegreißen, weil sonst läuft der Sammler davon. Naja. Dann schweiße ich hier erstmal weiter. So, hier werden wir noch ein paar Rohstoffe los. Okay, vor meinem Fenster ist gerade mal wieder eine Katze längst gelaufen. Die großen Stahlrohre habe ich vergessen, auch schön. Dann will ich mir hier glaube ich noch ein paar Stahlplatten kurz mal rausholen. So. Super, 25. Halt. Man sollte dann auch noch mal Startplatten mitnehmen. Und hier ein bisschen hochfliegen und den ranklatschen. Aber wir brauchen immer noch große Stahlrohre. Das heißt, wir fliegen nochmal zurück. Gott sei Dank, dass ich hier das Tor weit an mich
aus. Zum Glück habe ich hier das Tor noch geöffnet. Das hätten wir schon wieder außenrum fliegen müssen. Und wieso ist das hier schon wieder zerfault, Mensch? Zwei große Stahlrohre. Also auch gleich brauchen wir fünf. Ah ne, zwei waren sogar richtig. Was mache ich hier denn? Ach, ich flieg schief deswegen. Und festschleißen. Ein schönes Förderband kommt hier hin. Lalala. Hat das uns auch so viel an Rohstoffen gekostet? 100 Herstellungskomponenten. Naja. Auf jeden Fall haben wir ja genug Rohstoffe, von daher ist das hier kein Problem. Den hier auch noch eben festmachen, okay, Metallgerüste fehlen da. So könnte man auch ein gutes Gefängnis bauen. Naja. Sind wir hier schon hoch? Ja. Okay. Kommen wir da noch ran? Ja, gut. Und dann haben wir das Fördersystem hier auch schon gleich verbunden. Und können die alten Förderleitungen dann da, glaube ich, sogar schon wieder abreißen. Ja, hier fehlen mal wieder Stahlplatten. Okay. Aber davon haben wir ja noch ein paar drin. Sagt man drin oder drin? Ich glaube, man sagt drin. Drinne gibt's nicht. Glaube ich. Bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege, und wenn du keine Lust hast, dann verbessere mich halt nicht. Dann muss ich damit wohl leben. Und du auch. So, das hätten wir verbunden. Machen wir noch eine schöne Fassade. Opala. Schöne Fassade vor. Soll da keiner sehen. Das sieht auch so komisch aus. Und liegt das hier wohl an den Blöcken? Naja. Okay, dann hätten wir das ja auch schon gleich. Dass ich vorher nicht auf die Idee gekommen bin, das hier so zu bauen. Naja. Die Teile könnte ich jetzt da ja rein theoretisch abreißen. Oder? Mal gucken, was passiert, wenn wir das hier machen.
wird hier alles wieder zugebaut. Bei alles will ich hier noch mal zubauen. Ja, unsere Batterie ist gleich mal wieder leer. Den hier baue ich noch nicht ab. Wobei, kann ich gleich auch mal machen. Die Raffinerie ist mit nichts anderem verbunden, oder? Doch darunter ist noch der Assembler. Ob wir da noch irgendwie anders rankommen? Halt, fliegt alles weg. Jetzt haben wir hier unser Inventar mal wieder voll. Hoffentlich reicht das. Ja, so gerade eben. Okay. Kurz mal tanken. Lalalalala. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Banished. Die ist ja auch so ähnlich mit solch Gitarrengedudel. Gleich auch mal mein Inventar leeren können. Okay, der Platz reicht nicht mehr. Den hier einmal bitte festschweißen. Okay. Wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, haben wir noch einen Anhaltspunkt für die Raffinerie oder den Assembler. Da sind gerade wieder Sachen runtergeplumpst. Und wir haben natürlich nicht ganz viel Glück. Ist auch kein Punkt. Ich muss mal eben ganz kurz mein Inventar hier leer machen, glaube ich. Ja, halt. Ich will mal durch den Hangar fliegen. So. Stahlplatten kann ich da hinten gleich mit reinwerfen. Motoren brauchen wir lange nicht so viel. Stahlrohre sowieso nicht. Computer brauchen auch nicht mehr. Panzerglas. So. Haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Dann können wir hier fröhlich weiterarbeiten. Ach stimmt, ja, darunter kommen wir ja gar nicht hin. Da ist ja der direkte Assembler drunter. Hier lagen irgendwo noch Stahlplatten rum. Okay. Was ich aber eben ausprobieren könnte, ob die Raffinerie sich mit dem Assembler verbinden kann. So, jetzt sollte es nicht mehr funktionieren. Halt. Andere Richtung. Okay. Advanced-Kontrollzentrum. Genau. Kontrollzentrum. Event. Der ist an, ne? Ne, das brauchen wir nicht. Was wollte ich jetzt machen? Achso. So blöd. Hier müssen wir gar nicht ran. Ach, T wollte ich drücken. Nicht das andere, was ich da gedrückt habe. Okay, kann ich hier noch überall Lichtbogen anrufen?
Vieh. Das funktioniert, das funktioniert auch. Wieso wird hier Raffinerie 1 nicht mehr angezeigt? Können wir vielleicht hier, oder? Raffinerie. Okay, finde ich gut, das verbindet sich miteinander. Nickel. Aber nicht vom Ofen damit. Nicht vom. Nö. 68 Tonnen Erz wurden direkt da reingeschmissen, okay. Alter, wie viel Stein da drin ist. Ach, Container, wie sieht's hier aus? Okay, da kommt wieder Eisen nach. Stein haben wir übertrieben viel. Silizium haben wir ein bisschen verbraucht. Noch was drin. Hier Silizium. Montageanlage da. So. Und dann können wir eigentlich wieder nach unten. Denn funktioniert der ganze Krempel ja, den ich hier vorhatte. Lalala, dann kann ich den hier mit ruhigem Gewissen abbauen. So. Muss ich nur gucken, ob man hier von unten denn eventuell rankommt. Ne. Scheiße. Muss ich das Ding doch da lassen, wenn das ja blöd. Dann kann ich das Ding noch nicht mal mehr verstecken. Ne? Aber ne. War keine Absicht. Was ist das denn? Kugel. Oh, automatische Geländeeinebnung. So, Förderwand nehme ich mal hier eben weg. Da können wir dann wenigstens Rohstoffe sparen. Kommen wir wirklich nur von dieser Seite daran? Gibt es hier keine Möglichkeit? Eventuell rein theoretisch, ganz vielleicht. Nö. Nee. Schade. Hätte ja auch mal klappen können. Naja. Okay, dann sieht das jetzt doch von außen noch ein bisschen hässlich aus, aber vielleicht fällt mir da noch was ein, was ich da später noch verschönern kann. So. Ist hier unter nicht der Hauptgang, der dazu diese anderen Leitung führt? Okay, unser Inventar ist gleich wieder voll. Ja gut, dann baue ich hier nochmal so eine Förder oder so ein Förderband hin. Ja, dann war ich klar. Okay, dann muss ich hier nochmal kurz ein paar Rohstoffe loswerden. Vielleicht reicht das ja schon. Mal gucken. Ja. Perfekt, das hat gereicht. So schnell wieder ranbauen, dass unser Sammler hier nicht überläuft. Wäre ärgerlich. Oh Gott, wir sind ja schon wieder bei 25 Minuten. Uiuiui. Das will ich aber noch eben fertig bekommen. Nicht, dass wenn wir wiederkommen, dass da oben so ein riesiger Klotz Eisenerz rumliegt. So.
Komm her. Ein bisschen können wir ja noch. Wir sind ja erst bei 25, also ist ja auch nicht viel länger als sonst. Das hier will ich noch eben fertig machen. Oder halbwegs fertig. So. Lalalalalala. Entschuldige, falls ich ein bisschen leise bin, aber vielleicht hört man das auch an meiner Stimme. Ich bin noch ein bisschen krank. Ja. Vielleicht werde ich das noch nachmischen, aber ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Nachmischen tue ich ja sowieso meistens, aber man hört es ja trotzdem, wenn ich ein bisschen leiser spreche. Und naja, da würde ich sagen, sehen uns nächste Folge wieder. Und da werde ich das Lagersystem hier nochmal vollenden. Und ja, denn bis dann. Tschüss.